Hi, wir haben die Aufgabe über Grenzwertrechnung und die Aufgabe ist über Klimaanlage in Intercity Express. Also die Aufgabe lautet, im Intercity Express ist die Klimaanlage ausgefallen. Die ansteigende Temperatur wird durch T von T gleich 200 geteilt durch 4 plus 6 durch 0,1 T plus 1 erfasst. T ergibt sich in Minuten und große T in Grad Celsius. A. Welche Temperatur herrscht zu Beginn? B. Welche Temperatur herrscht nach einer Stunde? Und C. Welche Grenztemperatur stellt sich ein? Zu Beginn ist die Temperatur, ist die Zeit T gleich 0. Also T gleich 0 Minuten. Das heißt, für t gleich 0 Minuten haben wir die Funktion t mit 0 eingesetzt, wäre dann gleich 200 geteilt durch 4 plus 6 geteilt durch 0,1 t plus 1. Und wenn wir den 0 hier einsetzen, wie wir gesagt haben, das heißt T ist gleich 0, habe ich vergessen, das ist also nicht vergessen, aber hier gleich 0, dann bekommen wir hier nur 6. Also da haben wir 6 plus 4 sind 10 und am Ende bekommen wir 200 geteilt durch 10. Das heißt 20 Grad Celsius. Das heißt hier die Temperatur am Anfang oder zu Beginn beträgt 20 Grad Celsius. So, jetzt nach einer Stunde ist die Zeit T gleich, also eine Stunde, das heißt genau 60 Minuten. Also nach einer Stunde wird T wieder 60 Minuten gleich 400 oder 200 würde ich sagen, 200 geteilt durch 4 plus 6 geteilt durch 0,1 t 0,1 mal 60, in dem Fall muss ich ja gerade einsetzen, plus 1. Und 0,1 mal 60 ist genau 6, das heißt 60 geteilt durch 60 geteilt durch 10, das ist 6 plus 1 ist 7 und 7 geteilt durch 6 geteilt durch 7 ist in die, auf jeden Fall gebe ich das in Taschenrechner, das wird geht schnell, und dann bekomme ich 41,17 Grad Celsius. Das wäre die Temperatur. Nach 60 Minuten hier haben wir die Temperatur, also wir können auch genauso schreiben, T nach 60 Minuten ist gleich 41,17 Grad Celsius. Das ist das hier. Jetzt, wenn wir, das war es hier, A, hier, B, und jetzt haben wir C. So, jetzt, wenn wir die Temperatur, also eine langfristige Grenztemperatur brechen wollen, dann muss es sein, dass es um Temperatur gegen unendlich sich handelt. Dafür müssen wir Grenzwertrechnen durch Limits mit T gegen unendlich machen. Bevor wir das machen, schauen wir noch einmal die Funktion selbst. Das ist so, T von T ist gleich 200 geteilt durch 4 plus 6 geteilt durch 0,1 t plus 1. Das wollen wir zusammen, das sind zwei Brüche, erstmal zusammenrechnen und vereinfachen. Und dann bekommen wir 200 geteilt durch 1, weil das ist hier ein virtuelles, also der Bruch ist 200 durch 1 ist 200. Das, was wir hier unten haben, ist immer mal, wenn wir das zusammen machen und Kehrwert davon schreibt, da haben wir 0,1 t
plus 1 hier geteilt durch. Da haben wir 4 mal 0,1 t plus 1 plus 6. Das heißt, dass wir, wenn wir zusammen multiplizieren, jetzt Nenner zwischen sich und Zähler zwischen sich, dass wir jetzt 200 mal 0,1 ist 200 durch 10, das heißt 20t plus 200 mal 1 sind 200, geteilt durch 0,1 mal 4, das ist 0,4t plus 4 plus 6 plus 10. Also den Grenzwert von der Funktion jetzt vereinfacht werden wir machen, also Limits. Da haben wir jetzt Limits, wenn t gegen unendlich ist, der Funktion, die wir da jetzt gerade haben, 20t plus 200 geteilt durch 0,4t plus 10. Wenn wir t hier einsetzen, dann haben wir unendlich, unendlich oben. Wenn wir t hier einsetzen, haben wir unendlich. Also das heißt, wir haben hier, wenn wir t überall einsetzen, haben wir unendlich durch unendlich. Das ist nicht definiert. Das ist hier non-defined, also nicht definiert. Dafür müssen wir entweder die H-Methode oder einfach auch t ausklammern. Und das geht so. Limits t gegen unendlich. Hier klamme ich t aus. Das wird, die werden gekürzt sowieso. Dann 20, wenn ich t hier ausklamme. Und hier bleibt es erstmal durch t und dann 20 oben. Klammer zu. Unten habe ich hier t wieder ausgeklammert. Da habe ich erstmal 0,4 plus 10 durch t. Durch c. Ja, genau. So, wir wissen das, wenn man Limits, ich mache das gerade hier, wenn man Limits gegen unendlich von einer Konstante durch x hat, also das heißt eigentlich hier eine Konstante durch unendlich, das ist immer gleich 0. Ja, das wissen wir, das ist immer gleich 0. Okay. 0, das habe ich hier. Okay, gut. So, das heißt, ich werde es hier, wenn ich so hier t ausgeklammert habe, ich kann ja mal sehen, mach mal mit einer anderen Farbe. Also ich kann erstmal die t hier wegkürzen. Wenn ich unendlich in t hier einsetze, das wird 200 durch unendlich ist 0, wie wir gerade hier gesagt haben. Und das gleiche hier, t durch unendlich ist auch wieder 0. Das heißt, am Ende bekommen wir 20 geteilt durch 0,4. Das, was hier gerade ist, 50 Grad Celsius. Das heißt, die langfristige Temperatur, also Grenztemperatur, beträgt 50 Grad Celsius. Dann können wir hier als solche schreiben, T und endlich ist gleich 50 Grad Celsius. Wir können jetzt eine Zusammenfassung machen. Wir haben A, die Temperatur zu Beginn berechnet, die Temperatur nach einer Stunde berechnet und auch die Grenztemperatur berechnet. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.